Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Phasist Frontier. Ja, wir sind kräftig dabei zu wachsen. Die sind auch schön am Steine und am Holz machen. Da sollte ich vielleicht nochmal die zwei dazu tun. Da wird Eisen geholt. Ah, Eisen und Golderz. Wir müssen es nur noch verarbeiten können. Aber dazu brauchen wir noch ein paar Häuser. 7. 8 fehlen noch. 8 Häuser und 6 Bewohner. Ich glaube, die Bewohner haben wir eher zusammen als die Häuser. Könnte ich mir vorstellen. Ah, ja. Wird auch noch mal mehr werden. Und noch. Da fehlen auch noch 3%. Da liegt Obst. Warum liegt das da? Wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr denn? 29 Obst, 111 habt ihr insgesamt schon produziert. Sehr gut. Ja, ich arbeite an den Nahrungsvorräten. Ich arbeite dran. Ah, da holt einer das Obst ab oder auch nicht. Ah doch, 5 Obst hast du geholt. Das war wohl mehr. 33, ah, okay. Unsere Bäckerei ist noch nicht fertig. Ein Stein fehlt noch. Dann ist auch die Bäckerei fertig. Dann haben wir noch eine weitere Bäckerei, die hier Brot backt. Weil wir haben ordentlich Mehl. Habe ich gesehen. Honig haben wir eine ganze Menge. Gold haben wir einiges. Eisen haben wir einiges. Sack Mehl haben wir. Also da können wir nicht drüber klagen. Aber ja, es hat nichts, was es verarbeitet, ne? Doch eine Bäckerei habe ich. Ich brauche aber dann halt eben die zweite. Die jetzt dann hoffentlich bald fertiggestellt wird. Ist hier irgendein Dude, der den einen Stein bringt? Bist das du, oder? Ja, trägt einen Stein. Bist du eigentlich in irgendeiner Form gebildet? Gesundheit 100%, Zufriedenheit sehr gut, Nahrung mangelt es ein bisschen, Wärme ist sehr gut, Ernährung ist auch gut, Beschwerden keine, Ausbildung hat sie Basis. Okay. So, dann können wir hier gleich nochmal noch einen zweiten dazu tun, Ausbildung Basis, Ausbildung Basis. Auf, dass die Leute hier hoffentlich bald genug Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ich kann hier mal einen, kann auch mal einen rausnehmen, weil wir haben so viel Brennholz inzwischen. Da können wir mal wieder ein bisschen runtergehen mit der Produktion. Lager ist voll. 100 Brot. Leute. Holt das mal ab. Kann ich das hier irgendwie... Und ich kann das nicht priorisieren, ne? Dass das jetzt abgeholt wird. Naja, irgendwann wird einer kommen und das Brot holen, hoffe ich. Und zum Lager bringen. Dann haben wir auch wieder mehr Nahrung. So, da ist noch Lager ist noch leer. Da muss jetzt nochmal Mehl und alles hergebracht werden. So, das muss ich mal mit dem Brennholz ein bisschen im Auge behalten natürlich.
dass wir da nicht zu wenig kriegen, ne? Neue Dorfbewohner geboren, sehr schön. Was transportierst du? Transportiert Bohnen, Fleisch, Eier und Brot. Es fehlt nur noch jemand, der hier das Brot abholt, ne? Was hast du denn? Ah, du hast mal ein bisschen Brot abgeholt. Sehr schön. Zwar nur 6, aber immerhin. Nee, alles. Alles ist weg. Okay. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, jetzt dürfte aber einiges an Brot dazu gekommen sein. Ihr habt 22 Brot auf Lager. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Da, 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 da. Da haben wir Fisch. Ja, groß bauen kann ich im Moment gar nicht so viel, ne? Das durch Hitzestress verloren. Was kann ich denn gegen Hitzestress machen? Kann ich was gegen Hitzestress machen? Ah, hier kann ich es erweitern. Cool. Könnte, wenn ich Platz hätte. Da macht bitte auch noch den Zaun bald fertig. Aber ich brauche erstmal Holz natürlich. Wir brauchen Holz. So. Da haben wir nochmal Holz, das wir fällen können. Da ist auch noch einiges. Kann alles gefällt werden, Leute. Oh, wir brauchen nur noch 5 Bewohner, bis wir die 150 hier voll haben. Und uns fehlen nur noch 5 Häuser, bis wir auch das voll haben. Und dann kommen wir auf die Stufe 3. Sehr, sehr schön. Brauchen wir eigentlich auch Brunnen bei den Feldern? Fruchtbarkeit. Brauche ich Wasser bei den Feldern? Kostet Leute halt. Brauch aber nichts. Oder? Nö, brauch nichts. Okay, also ich brauche kein Wasser bei den Feldern. Aber gegen den Hitzestress werde ich nichts tun können, nehme ich mal an, ne? Temp, frostig, leichte Brise. Der Hitzestress war halt mal, ne? Oh, da wird schon deutlich weniger, aber noch haben wir genug. Oh, 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 ich muss sehen, dass ich hier die Zäune fertig krieg. Da müssen wir mal wieder ein bisschen priorisieren. Weil die will ich fertig haben, wenn das losgeht mit mit dem Getreide und so, sonst haben wir hier nicht immer die Rehe drin stehen. Das kennen wir. Klopp, 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 klopp.
So. Okay. Feldfrüchte bereit zum Anbau. Machen wir mal Roggen. Buchweizen liefert auch Mehl. Liefert nicht so viel Ertrag. Ist nicht so frosttolerant, aber hat eine kurze Wachstumsperiode und benötigt keinen fruchtbaren Boden. Sehr gut. Da würde ich dann... auch nochmal... Roggen und dann vielleicht nochmal diese Steckrübe. Da würde ich dann auch nochmal Roggen. Dann machen wir den hier noch hinterher. So. Was macht mein... Sehr schön. Den können wir ausbringen. Fügen wir da nochmal hinzu. Schön. Ja, langsam kommt der Winter. Aber wir haben jetzt zumindest mal für 5 Monate Nahrung und die Leute sind sehr gut gelaunt. Nur ganz wenig, die zufrieden sind. Der Rest ist sehr zufrieden. So muss das sein. Was haben wir hier? Immer noch 5 Häuser, die fehlen. Auch immer noch 5 Bewohner, die fehlen. Und wir haben eine Kapazität von 35 Bewohnern. Das ist okay. Die wir jetzt noch dazu kriegen können, ehe es eng wird. So. Ja, die produzieren auch ordentlich Brot. Also da müsste es jetzt wirklich bergauf gehen mit dem... Weil hier haben wir haben die Kräutersammler-Dings. Die Venezia haben wir mehr. Wir haben die Fischerhütte hier im Meer. Wir haben das Feldenmeer. Ja, 108. 124. Ja, das ist die Wagner-Werkstatt. Lager. 90 Brot, das sieht doch gut aus. 3 Dorfbewohner zugewandert, 3 geboren. Das heißt, die 150 haben wir erreicht. Sehr gut. Jetzt fehlen hier nur noch die Häuser. Attraktivität 20. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch Deko hinmache... Kleiner Platz. Oh. So, dann machen wir 2 solche Dinger dahin. Dann sollte hier die Attraktivität auch bei... Der hat schon die 30. Da fehlt es an Nahrung und Kräutern. Haben wir Kräuter auf Lager? Ja, gar nicht mal so wenig. Gar nicht so wenig. Verkaufst du Kräuter? Kann ich nichts einstellen, ne? Nö, sieht nicht so aus. Können wir noch nicht verbessern. Backsteine brauchen wir dafür. Ja, Backsteine können wir erst mit Stufe 3. Dauert noch ein bisschen. Und der Winter kommt. Ah, unser Zaun ist fast fertig. Da ist er schon komplett zu. Da fehlt jetzt noch. Aber das sollte auch bald gemacht sein und dann passt es wieder.
313, muss mit dem Brennholz. Bisschen muss ich es im Auge behalten. Dass wir rechtzeitig den einen Dude wieder einstellen. Ah, du bringst Stämme, sehr gut. Gold hast du gelagert. 12 Eisen. Das macht unsere... Achso, ich könnte ja das mal hier einstellen, ne? Weil dann sieht man noch, wie viel da noch drin ist. Oh ja. Hier gibt es auch Rehe. Das heißt, ich sollte hier auch einen Jäger platzieren, ne? Jägerhütte. So. Sammlerhütte. Verderbung. Verdirbt. Holt das da keiner ab, oder was? Fehlen immer noch 5. Gebäude ist voll. Das heißt, ich kann hier mal ein paar Leute wegnehmen. Davon haben wir definitiv genug Bretter. So, produzieren wir mal weniger. A, geht dann weniger Holz drauf und B, haben wir 4 Leute wieder noch für andere Tätigkeiten zur Verfügung. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ah, nicht mehr so lang, dann ist der Winter vorbei. Da haben wir Holz, da haben wir Holz, da haben wir Holz. Ja. Eindeutig. Vielleicht sollte ich noch so einen Stapelplatz bauen. Stapelplatz macht der Attraktivität ist neutral. Bauen wir da noch einen hin. Nahrungsvorräte sind schon wieder knapp. Dafür derben 48 Brote. Ihr erzählt mir was von knappen Nahrungsvorräten. Hallo? Da fehlt es an Nahrung und Kräuter. Schade, dass man denen nicht sagen kann, holt euch das. Naja. Naja. Du transportierst Ton. Wo sind wir bei euch? 18%. Dabei habt ihr alles. 2 Nahrung. Ihr habt doch eigentlich... Ihr habt Räucherfleisch und ihr habt Fisch. Und ihr habt Kräuter. Hm. Aber Attraktivität fehlt dann noch. Muss ich mal gucken, was wir... Da könnten wir hier noch was hinbauen. So. Dann machen wir 2 solche noch hin. So, und dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Attraktivität in dem Ganzen. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Haus, Haus, Haus. Ich brauche noch mehr Häuser.
Die könnten, wenn sie Nahrung und sowas hätten. Warum habt ihr eigentlich keine Nahrung, meine Lieben? Wieso habt ihr keinerlei Nahrung? Holt mal welche. Ihr sollt doch nicht hungern. Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Aber nicht mehr in der heutigen Folge. Ich sehe nämlich, die Zeit ist um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.